machen als erstes mal nochmal die Armübung, ja, die so verschwommen war. Und das ist ein gegenläufiges Armkreis. Wie kriegen wir das hin? Was passiert hier? Das Wichtigste ist, wir drehen aus der Mitte. Wir drehen also nicht nur den Arm, sondern die Drehung aus der Mitte bringt den Arm in Schwung. Der eine Arm dreht nach hinten und der andere Arm dreht nach vorne. Und das wird dann miteinander kombiniert. Und wie kriegen wir das hin? Wir fangen an, beide Hände oben. Und dann lassen wir einen Arm nach hinten und einen nach vorne laufen, drehen uns nach rechts. Die Arme drehen weiter, wir drehen uns wieder nach vorne. Die Arme kreisen weiter ohne Richtungsänderung, wir drehen uns nach links. Und wenn wir hochgehen, drehen wir uns wieder nach vorne. Also von 12 Uhr auf 3 bzw. 9 Uhr runter nach rechts drehen. Unten bei 6 Uhr drehen wir uns wieder vor. Wenn wir hochgehen auf 9 und 3 Uhr, drehen wir uns nach links. Und Mittag um 12 sind wir wieder oben. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Was wichtig ist, erst langsam und geduldig. Das Übungen sind alle auch eine Geduldsübung, dass man die Bewegungen langsam einübt, bis sie sitzen, ähnlich wie wir früher das Schreiben gelernt haben. Erst langsam und die Zeile treffen, müssen wir hier gucken, dass eben der Arm wirklich die richtige Richtung läuft und dann nicht irgend sowas macht oder sowas. Ja? Ganz wichtig mit Geduld. Und wenn wir das oft genug langsam gemacht haben, dass es langsam funktioniert, dann können wir die Arme mit ihrem Eigengewicht runtersausen lassen und sie schwingen dann von selber wieder hoch. Okay.